Und damit herzlich willkommen zu einer Streamer-Ankündigung in genau einer Woche. Also am 24.12. werde ich um 20 bis 24 Uhr Distance streamen. Und zwar Track Mogrify. Ich habe das schon mal in der 5. Folge gezeigt. Man gibt dann Seed ein und dadurch wird ein Level generiert. Und ich möchte eure Seed-Vorschläge streamen. Zudem wird es auch ein Giveaway geben, ein sehr großes. Es sind über 66 Spiele und dementsprechend noch mehr Keys, weil einige DLCs sind, noch mehr DLC, zwei Spiele in einem und DLC und sowas hat eben. Und ihr seht hier gerade die Liste. Es sind teilweise sehr wertvolle Spiele mit dabei. Und ich habe das so ein bisschen vor, dass es ja so ein kleines Geben und Nehmen sein wird. Bei der Stufe niedrig kann jeder mitmachen. Das heißt, ihr müsst, wenn ihr mit im Stream dabei seid und über diesen, ich werde da diesen Nightbot laufen lassen, mit dem kann man diese Giveaways machen. Ihr seid dabei, ihr habt die Chance, einen Key zu bekommen. So. Jetzt haben wir aber schon die nächste Stufe, die mittlere. Warum habe ich eigentlich niedrig, mittel und dann... Egal. Niedrig. Dafür müsst ihr mindestens 1 Euro gespendet haben. Dann habt ihr die Chance auf einen niedrigen Key und auf einen mittleren. Also ihr habt Chance für 2 Keys. So, spendet ihr 2 Euro, habt ihr die Chance auf mittelhoch, niedrig und mittel. Ich habe es falsch gesagt. Also mittelhoch, mittel und niedrig. Das heißt, ihr habt Chance auf 3 Keys. Dementsprechend bei 4 Euro, bei 3 Euro ist es dann, habt ihr noch Chance auf höher. Auf hoch. Mit 4 Euro habt ihr die Chance auf höher zusätzlich. Und mit 5 Euro habt ihr die Chance auf die höchsten. Also ihr habt mit 5 Euro habt ihr die Chance, 5 Keys zu bekommen. Wenn jetzt nur eine Person 5 Euro spendet, dann hat er 100%ige Chance auf das höchste Spiel. 100%ige Chance. Wenn jetzt 5 spenden, also 5 mal 5 Euro, dann, ja. Und ich kann es auch genauso machen, wenn jemand reinschreibt, ich hätte gerne eher das und das Spiel. Dann werde ich versuchen, dem die Chance zu lassen. Also wenn jetzt 5 Euro spenden und jeder schreibt ein anderes Spiel, dann kann ich es perfekt aufteilen. Aber wenn jetzt jemand sagt, ich möchte das Spiel haben unbedingt, dann werde ich so ein bisschen vielleicht so doppelte Chance geben. Aber ansonsten hat jeder die gleiche Chance. Wenn jetzt aber links jemand 100 Euro spendet, verspreche ich, dass derjenige alle Keys bekommt. Und ja, wer rechnen kann, der wird hier sehen, das sind über 1400 Euro wert an Keys. Zumindest bei laut Steam-Preis. Klar kriegt man die irgendwo für einen Cent oder so dahingescherbelt auf irgendwelchen Keysellern. Aber, naja. Wie wird das jetzt am Ende ausgelost? Ich werde am Ende des Streams... Also ich werde die nicht im Stream verlosen oder ich muss gucken, wahrscheinlich so Halbzeit, so 22 Uhr werde ich, okay, 22 Uhr werde ich die Keys verlosen, die Hälfte. So, wer jetzt dann aktuell nicht mehr dabei ist, hat aber gespendet, dem schreibe ich dann einfach eine Privatnachricht und fertig. So, und die andere Hälfte werde ich von 22 bis 24 Uhr verlosen. Und wenn bis Ende des Streams ja nicht alle Keys verlost sind, dann behalte ich sie ja dem für irgendwann nächstes Giveaway oder sonstiges. Wenn noch irgendwelche Fragen sind, alle Infos stehen hier eh im Text. Von Anfang an bis Ende. Also jetzt, ich habe irgendwas dazu gemacht. Wann der Stream ist, wo der Stream ist, das seht ihr alles. Ich hoffe, wir sehen uns dann am 24. um 20 Uhr auf Twitch. Bis dahin. Cheerio.